Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr erstes Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Alfred Schruder gewonnen. Der Bundesligist aus dem Kraichgau setzte sich am Samstag in Sattelbach gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 3:0, 1:0, durch. Die Tore erzielten André Kramaric, 33., Pavel Kaderabek, 50. und Vincenzo Grifo. Für die Hoffenheimer beginnt nächsten Donnerstag das Trainingslager in Windischgarsten, Österreich. In der Startaufstellung des Bundesligisten standen die Zugänge Philipp Pentke, Sargis Adamyan, beide Regensburg, und Konstantinos Stafylidis, Augsburg, sowie die Abwanderungskandidaten Kramaric und Joe Linden. Nach der Pause, in der Schruder komplett durchwechselte, stand auch der von Hannover 96 gekommene Ilhas Bebu.